Wir gucken jetzt, warum keine Videos mehr kommen. Ich musste das nochmal für den Uncut-Kanal sagen. Ja, die anderen werden es halt nicht verstehen, ne? Ist dann halt einfach so. Ist das ein Glitch oder warum 20 Mal? Wie 20 Mal? Naja, egal. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt, warum keine Videos mehr kommen an. Ich bin gespannt, was der Grund sein könnte, Alter. Was ist eigentlich für ein... Die haben ja ein Grey-Screen oder was? Okay. Über was streamst du? OBS? Ja, wieso? Aber ist doch alles normal. Ist doch alles cool. Tja, wie fängt man so ein Video an? Ihr kennt's. Wir müssen reden. Und nicht nur wirklich reden. Viele haben schon auf Instagram gefragt, was ist los mit euch? Warum kommen keine Videos? Was macht ihr? Ihr habt einen neuen Kanal. Was geht bei euch ab? Ja, Mann. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen erklären, was los ist und was bei uns einfach gerade so abgeht. Ja, diese Fragen werden alle in diesem Video beantwortet, Leute. Und ja, die erste Frage, welche Frage nehmen wir? Warum kommen keine Videos? 3 Wochen, ja. Pause. Da wollten sie diese Brüderverbindung machen, wo die das Gleiche sagen, aber es hat leider nicht ganz geklappt auf jeden Fall. So lange Pause hatten wir noch nie? Noch nie, fast einen Monat sogar. Ja, Mann. Das glaube ich. Wir hatten noch nie so lange Pause auf jeden Fall. Und ja, wir waren im Urlaub gewesen. Ja. Und dort haben wir sehr viel nachgedacht über alles. Unser ganzes Leben gerade so. Ja gut, man kann es jetzt eigentlich schon mal dazu sagen. Also Unge meinte ja in seinem Video, was sie dazu gemacht haben, dass man davon ausgehen kann, dass die nicht 3 Wochen im Urlaub waren. Sondern es gab ja irgendwie diesen Skandal mit dieser irgendwie, dass sie so 16-Jährige irgendwie klar machen wollten oder so. Und ja, dass die quasi diesen Hate ignoriert haben. Ich weiß nicht, warum man dann aufhört, irgendwie so lange keine Dings zu machen. Keine Videos, sondern keine Ahnung, dann zieht man doch einfach durch, oder? Aber okay, ist natürlich auch denen überlassen. YouTube, wie es weitergeht. Naja. Und es war eine Zeit lang, da haben wir Videos hochgeladen und da gab es so, da haben viele darauf reagiert, immer wieder. Und dann haben diese Videos mehr Klicks gemacht als unsere eigenen Werke. Und da kamen wir uns dann langsam irgendwann und dachten wir so, wieso, was passiert gerade bei YouTube? Ja. Reaktionsvideos sind mehr gefragt als eigener Content. Ja. Und da hat es bei uns Klick gemacht, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir produzieren ja nicht für andere. So nicht, oder? Ja. Schuss. So ist es, Mann. Ja, Mann. Ja, das ist echt krass gerade in Deutschland. Also Reaktionen machen mehr Klicks als die eigentlichen Videos manchmal schon sogar. Nicht jetzt nur bei uns, sondern auch bei anderen und so. Genau. Und ja, das hat uns ein bisschen gestört, ein bisschen abgeturnt, jetzt Videos zu machen. Deswegen haben wir jetzt erstmal Pause gemacht und ein neues... Ja, das ist doch auch Bullshit. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn die das so stört, ich meine, theoretisch muss man ja sagen, das ist halt... Das ist ja sogar, eigentlich darfst du Reactions ja gar nicht hochladen, also man könnte Leute halt dafür anzeigen. So. Das heißt, entweder du kannst es halt mit Content-ID versehen, dass du halt Geld dafür bekommst, dann bringt es denen ja voll viel, wenn da so ein Unge-Video eine Million oder zwei Millionen Klicks hat, Alter, und die kriegen ja dann das Geld für. Und da hat man ja gesehen, da, ne, der kriegt ja irgendwie pro Video 12.000 Euro oder so. Das ist schon lecker auf jeden Fall, ne? Selbst wenn es ein bisschen weniger ist. Oder die können natürlich auch Unge anschreiben und sagen, lad das bitte nicht mehr hoch. Ne? Aber dann gar nichts zu machen und sich dann beschweren, ist halt schon, naja. Neuen Kanal gegründet, übrigens. Ein ASMR-Kanal. Für die Leute, die es noch nicht wissen, wer mein ASMR-Kanal, könnt ihr gerne abchecken. Dort kommen jeden Tag ASMR-Videos, ist aber nur für die Leute, die es interessiert. Wenn ihr euch das nicht interessiert, gar nicht den Kanal beachten und lasst eure Kindergarten-Kommentare so, ASMR. Genau, wir werden eh weitermachen, egal wie viel Dislikes oder was ihr schreibt. Genau, denn ist ja immer so in Deutschland, wenn man was Neues bringt, wird erstmal gehatet. Aber interessiert uns nicht, wenn ihr das nicht mögt, dann guckt es einfach nicht. Genau. Ja, das ist doch auch dumm. Neue Sachen werden nicht immer gehatet. Ich weiß gar nicht, warum die sowas sagen. Es wird halt einfach kacke gehatet. So. Vor allem erstmal hier Bitly-Link, weil das sonst zu lang wäre. Wir können ja mal gucken. Cool. Auch das ist so kacke einfach, Mann. Weißt du, die verlinken nicht den Kanal, sondern direkt dieses Subscriben-Ding, dass du drauf kommst, dass du dann direkt Ja drücken kannst, dass du halt direkt abonniert hast. So. Das ist halt so dämlich, ich hasse das einfach, ey. Mein Gott, ich will mir doch erstmal das angucken. Aber man sieht hier halt auch deutlich, also die Videos kommen hier halt doch ehrlich gesagt einfach nicht gut an, so. Und ich meine, da müssen die sich doch auch nicht, also da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die, ja vor allem, die essen sowas einfach mit Handschuhen, Alter. Das ist halt so, what the fuck, Alter, noch nie gesehen. So, ich meine, die essen halt einfach 15 Minuten, machen wahrscheinlich irgendwie 10 Werbungen drüber. Und denken dann, die würden halt damit irgendwie krassen Content machen. Das ist einfach nur schlecht. Das ist, weißt du, ich meine, ASMRs, ich persönlich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, generell nicht so. Aber deren ASMRs sind halt dazu noch kacke einfach. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das geben könnt, okay. Aber wir können mal ganz kurz reingucken. So, die schmatzen halt. Die schmatzen und essen einfach nur genau 10 Minuten. Glück gehabt, Alter. Eine Sekunde weniger hätten sie keine Werbung schalten können. Weißt du, und das halt bei jedem Video, wo die halt jetzt irgendwie wohl durchziehen wollen oder so, das ist halt so fucking schlecht. Vor allem war das ja auch deren Gaming-Kanal mal. Das ist halt genauso. Weißt du, du baust so eine Gaming-Community auf und hast du halt keinen Bock mehr, irgendwelche Gaming-Videos zu machen. ASMR ist weniger Aufwand, 10 Minuten was essen, Alter.
Und ja, dann ist natürlich auch noch klar, dass die Leute da nicht gerade überzeugt von sind. Ich meine, hätte man auch einen ganz neuen Kanal aufmachen können, wenn man jetzt sowas durchziehen möchte. Leider haben sie, wie gesagt, die Abonnenten ausgestellt. Die hatten auf jeden Fall 1,2 Millionen, glaube ich, auf dem Kanal. Also die hatten relativ viel. Ne? Die haben Gaming gemacht, ja, aber irgendwie auch nicht so wirklich aktiv. Das sieht man sogar noch, in einem Video von denen sieht man sogar noch diesen Gaming-Kanal. Da, wo nee, einer von den beiden, ich weiß nicht welcher, irgendwie so im Wald gefunden wird und sich ja nichts mehr erinnern kann. Und dann gucken die auf den Rechner und dann sieht man da den Gaming-Kanal. So, und ich meine, jedes Video hier ist so schlecht bewertet. Ist ja auch klar, weil das juckt einfach keinen, das ist absolut widerlich. Also, was ich mir halt echt Real Talk vorstellen kann, also die essen da ja meistens immer Sachen, die bestimmt so 20, 25 € wert sind. Dadurch, dass sie das ja in so einem Video halt essen, können die das halt wahrscheinlich locker von den Steuern absetzen. So, das heißt, sie haben jeden Tag einfach eine kostenlose Mahlzeit, die sie von den Steuern absetzen kann. Wenn die da jeden Tag ein Video machen, ne, 20 mal 365, sind halt 7.000 € einfach, die man von den Steuern absetzen kann. Das, ne? Und natürlich ist es halt kein Aufwand und die haben ja trotzdem ein bisschen Klicks, so, ne? So 100.000 manche Videos oder die meisten, das ist ja nice, ne? Aber es ist halt einfach widerlich, ey. Aber wir können natürlich verstehen, dass viele das getriggert hat, dass wir hier nichts hochladen und dort schon. Ja, vor allem ASMR ist noch gar nicht hier so angekommen, so krass, und viele checken gar nicht, was ist das? ASMR-Videos sind für die Ja, das ist Entspannung, halt, für die weißt du, Konzentration. Oder was hattest du in deiner Story im Mund? Tic-Tacs und Schlaftabletten, meine Freunde, beste Kombi, Alter. Weißt du, das ist auch so dämlich, Alter. Dieser Hype, also dieser ASMR-Hype, ist doch eigentlich schon wieder vorbei. Diese ASMR Janina war sogar vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder zwei oder sowas, war die nicht sogar bei TV Total noch oder so? Die war doch auch irgendwie mal im Fernsehen oder sowas, ne? Glaube ich, mit diesem ASMR-Ding halt. Also der Hype fängt nicht gerade an, sondern der ist einfach schon lange vorbei. So, also das müssen die doch auch selber mitbekommen haben, dass sie da gerade einfach Scheiße labern oder nicht? Also dann cuttet die Aussage doch raus, wenn das nicht stimmt, ey. Hilft auch beim Einschlafen. Ja, also Danke, Steve Churchill. mir persönlich hilft das zum Einschlafen, wenn ich so Essensgeräusche oder so höre. Wir machen das Ich halt mit meine, die Essen. war im TV, aber ich bin mir nicht sicher. Danke, Random Nintendo, für den Twitch Prime Sub auch schon 7 Monate. 7 Monate schon. Hashtag Feiergudismus. Ehre, Digga. Es gibt das mit vielen verschiedenen Sachen, mit Tippen, Flüstern. Es gibt verschiedene Trigger, so heißt das. Meistens hat man dann so ein Kribbeln oder so. Bei manchen Geräuschen spürt man dann halt so ein Kribbeln oder sowas. Digga, er selber lacht gleich, weil er genau weiß, was für eine Scheiße die eigentlich labern. Ja, wir machen das halt mit Essen. Für die, die Essensgeräusche mögen oder trinken, einschütten und sowas. Für die, die das mögen, gerne könnt ihr das abchecken. Wie gesagt, ist nicht für jedermann, ist gewöhnungsbedürftig, aber uns hilft das, uns macht das Bock, wir mögen eh. Ich würde mal interessieren, ob die Abonnenten verloren haben nach dem Video. Ja, das kam gestern, oder? Ach nee, die verlieren einfach gerade Abonnenten und deswegen, das geht jetzt nur noch in 10K-Schritten. Hey, Junge, das ist halt, das finde ich auch so richtig dumm, dass Social Blade, dass YouTube das umgestellt hat, dass die Abos nur noch aufgerundet werden, weil so war das halt vorher. Und jetzt siehst du halt gar nichts mehr. Und je nachdem, wie groß der Kanal ist, geht das halt in Tausender, Hunderter oder 10.000er Schritten. Das ist halt so kacke, weil man interessiert sich doch auch dafür. Ich meine, guck mal, bei den Prank Bros tut sich halt gar nichts. Du weißt nicht, ob die mehr oder weniger bekommen. Jetzt weißt du, dass sie minus 10K gemacht haben, okay, ne? Aber vorher weißt du das halt nicht so. Das ist. Was sagst du zu dem Twitch-Ding da, wo die so Geräusche machen mit dem Mikrofon? Wie heißt das nochmal? ASMR oder was? Aber ansonsten, ich weiß, ich gucke hier mal gerade. Der Hype ist irgendwie auch so vorbei bei denen generell. So, ne? Hier, gut, die haben jetzt natürlich auch 3 Wochen keine Videos gemacht, aber es geht schon sehr, sehr krass zurück irgendwie. Weekly Views haben sich eigentlich gehalten, ne? Ist eigentlich immer ganz gut gewesen so. Krass eigentlich, Mann. Kann man hier nicht, man sieht auch diese ganzen normalen Statistiken alle nicht mehr. Das hat Social Blade dann alle auch ein bisschen umgestellt, ey. Essen, Fastfood, alles Mögliche und Genau. ja. Und ja, also wie gesagt, nur für die, die es interessiert, erster Link in der Beschreibung. Ihr braucht doch nicht schreiben, das macht mich aggressiv, das macht mich sonst was, dann guckt es einfach nicht. Genau, Ganz wenn ihr einfach. es nicht gucken wollt, deabonniert und guckt nicht. Genau. Yes. Aber natürlich ist die Frage, warum kommen hier keine Videos? Und dafür haben wir natürlich Verständnis. Ja, das ist natürlich halt einfach Real Talk, ne? Ich meine, man kann halt seine Meinung schreiben, aber nicht unter den Videos. So, danke YouTube Lucky für den Stufe 1 Sub schon 13 Monate. Ihr müsst erfolgreicher denken. Hashtag Wir haben einen Feiergutismus Haufen Abonnenten und Hashtag jetzt ist Real mal Talk, auch ey. Erklärungsbedarf. Genau. Warum kommen hier keine Videos? Wie gesagt, wir haben sehr viel nachgedacht. Was wollen wir machen auf YouTube? Sind wir mal ehrlich, wir haben alles schon durchgenommen. Alles. Wir haben Street Pranks, dann Alles haben wir. durchgenommen, zum Beispiel 16-Jährige oder. Welche Mobile Games spielst du? Momentan tatsächlich gar nicht so viele, nur Hearthstone. Also ja kein richtiges Mobile Game. Das Ding ist eigentlich, ich feiere halt so Mobile Games,
Aber es gibt einfach kein Geiles, was nicht Pay-to-Win ist. So. Irgendwo bist du immer gezwungen, Geld rein zu investieren oder so, um weiterzukommen oder um halt einfach einen Fortschritt zu haben, der nicht irgendwie 10 Jahre dauert. Und deswegen bin ich halt generell nicht mehr so der Fan von Apps, weil ja, das ist halt einfach nicht so geil. Ne? Prank versus Pranks. Challenges haben wir durchgenommen. Ja. Essence-Challenges. Essence-Challenges. Challenges und Essen-Challenges. Geil, Alter. Was haben wir noch? Wir haben so viel. Was würdest du dir mit genug Geld als zweites Standbein aufbauen? Boah, ich denke, ich würde sowas vielleicht wie so eine Modemarke irgendwie rausbringen, ne? Weil jetzt hat man so noch die Reichweite, das zu vergrößern. Ansonsten schwierig eigentlich, ne? Was würde ich mir aufbauen, Alter? Ich überlege mir mal was und antworte dann währenddessen. Alter, Gruselvideos, 3 Uhr nachts Videos, komplett alles, was genau geht. Eine ganze Serie haben wir gemacht, die Game Master Serie. Genau. Und was noch? Challenges sowieso. Ja. Also wir gegen haben alles Mögliche, was es gibt. So. Und ja, das reizt uns irgendwie nicht mehr so zu machen. Vor allem, da wird eh dann drauf reagiert und man denkt genau, sich, ja komm. Einfach dein Content wird einfach genommen und ja, darauf reagiert. Genau. Und wir sind ja nicht blöd, irgendwann merken wir selber so, was. Wir können den Spieß auch umdrehen, wir können auch auf Sachen reagieren. Genau, und Leute, was ganz neu jetzt auf diesem Kanal ist, der Content wird sich etwas umstellen, aber es wird jeden Tag ein Video kommen. Also wir haben vor, jetzt echt täglich Videos zu machen, Leute. Daily Videos. Wenn wir mal einen Tag kein Video machen, könnt ihr uns gerne bombardieren mit, ey, warum kam heute kein Video oder so. Kommt auf Instagram, MarvinKelvinFit, dann könnt ihr uns bombardieren. Echt hier auf Prankbus TV, beziehungsweise wir nennen den Kanal bald um in Kelvin und Marvin. Weil einfach, ja, dieses Pranks, die ganzen Pranks, damit können wir uns nicht mehr so identifizieren. Wir haben, wir lassen natürlich alle Videos online, wir stehen da auch hinter. Ja, auf jeden Fall. Und ja, viele wissen ja, wir sind in vielen Videos einfach Kunstpersonen, die eine bestimmte Situation spielen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen ablegen, ein bisschen realer hier auf dem Channel sein. Genau. Und nicht mehr diesen, kindischen Kram halt machen. Weil wir haben auch gemerkt, wir sind irgendwie reifer geworden und wir haben... Ja, auf einmal sind die einfach reifer geworden, so, ne? Vor einem Jahr noch Fake-Videos und sowas gedreht, aber dann heute hat man dann irgendwie auch gemerkt, ja, es ist einfach nicht so wirklich das. Also ich finde es halt mega lustig, dass sie halt sagen, dass sie jetzt Reaction-Videos machen und sich vorher darüber beschweren, dass ja jeder auf ihre Videos reactet und das voll viele Klicks hat und so. Und das machen, da machen die halt die Leute voll fertig, mehr oder weniger halt dafür. Aber dann machen sie es halt selber so, ja, wir können den Spieß auch umdrehen. Also wie dämlich ist das denn? Ihr kritisiert einfach diese Art von Videos und sagt dann im gleichen Video einen Atemzug später so, ja, aber wir machen jetzt auch Reactions. So, also keine Ahnung. Ich verstehe es generell sowieso nicht, warum die ihren Content irgendwie ändern, weil der lief doch eigentlich auch generell ganz gut, war. Aber ich schätze mal wirklich, man merkt halt einfach, Reactions kommen richtig gut an, geben viele Klicks, ne, dann, haut man das halt einfach raus. So, das ist halt weniger Arbeit, als wenn man irgendwelche billigen 3 Uhr nachts Videos macht, wo man dann vielleicht sogar tatsächlich nochmal vor die Tür gehen muss. Na, da ist es natürlich schon angenehmer, einfach vor seinem Rechner zu sitzen und irgendwas ins Mikrofon zu sagen. Ich bin halt wirklich super gespannt, ob das bei denen so einschlagen wird oder ob die sich damit jetzt ein bisschen selbst kaputt machen. Weil ich sag mal so, das, was die ausgezeichnet hat, und ich meine, man sieht es ja auch daran, dass Reactions zu denen viel mehr, dass Reactions zu denen meistens auch viel mehr Klicks haben, die haben eigentlich eine ziemlich große Hatebase so. Aber ich glaube, diese Reaction-Videos, die dann hochladen, warum sollte man sich das angucken so? Weißt du, über alles andere kann man sich halt noch lustig machen, weißt du, dann sieht man da so 2 Vollidioten, die total schlecht schauspielern, die gar nichts hinkriegen, die sich nicht mal Mühe geben, halbwegs realistisches Skript oder sowas zu schreiben. So, da kann man sich halt gut lustig machen so und vielleicht unterhält das auch einige Leute, aber dann halt sind da einfach 2 Leute, die halt drauf reacten, also die verlieren ja eigentlich alles, was deren Kanal irgendwie so ausgezeichnet hat, finde ich, ne? Bin ich echt gespannt, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Kanal ziemlich down gehen wird dadurch. Ich habe mit 16 oder 17 YouTube angefangen und ich bin jetzt 23. Ja, man, ich bin jetzt 25. Du bist 25 und man ist einfach reifer geworden und man hing immer noch so ein bisschen so in der Zeit, in der man YouTube angefangen hat, so mit also 18 und so. Genau. Und jetzt, man merkt so... Und man ist irgendwann in der Rolle festgefahren und zieht diesen Content durch, der ja auch gut ankommt. Genau, der kam richtig gut an. Es ist ja kein Geheimnis, die Klicks sprechen für sich. Es kam sehr gut an. Und ja, das, was gut ankommt, macht man natürlich. Wir hätten auch normal weitermachen können, aber irgendwann haben wir einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Man stumpft einfach ab irgendwann daran. Und das letzte Video war ja ein Vlog zum Beispiel. Das macht uns immer noch Spaß, so... Diesen Vlog, dieses echte halt. Genau, da waren wir einfach wir. Ja. Wir haben diesen Urlaub genossen. Hat auch 1 Million Klicks. Also wir können Content mit uns machen, ist mal gute Klicks. Aber viele gespielte Sachen machen halt noch mehr Klicks natürlich. Genau. Und das reizt uns irgendwie nicht mehr so.
Selbst wenn man damit jetzt mehr verdient oder sonst was. Und Leute, wie gesagt, wir sind jetzt offener für Reaktionen und sowas. Und ihr wisst ja, ganz YouTube hat auf uns schon reagiert. Danke, iRipper, für den Twitch Prime Sub auch schon 3 Monate. Schauen wir heute noch Monte-Neues Video. Gemacht. Ja. Wir haben noch nie was gesagt. Wir haben immer unsere Fresse gehalten bis jetzt. Ja. Und wir haben und wirklich schon auch bei anderen, zu kleineren YouTubern, schon viele Clowns gesehen, die irgendeine Scheiße gelabert haben, wo wir uns gedacht haben, was labert der da? Ja, so die meisten wissen eh, in den meisten Videos spielen wir eine Rolle und die wollen sich dann darüber lustig machen oder sonst was. Ja. Und das Ding ist, uns trifft das ja nicht mal, weil wir wissen, wir sind in der Rolle, YouTube ist Unterhaltung, alles hier gilt zur Unterhaltung. Also wir können das sehr gut differenzieren. Digga, das ist doch auch wieder so ein Punkt, der halt einfach mega dämlich ist. Stellen Sie es als gute Neuerung dar, dass Sie jetzt Reactions machen. Ja, das ist jetzt die krasse neue Erneuerung einfach, ne? Real Talk, Alter. Props auf jeden Fall an die Prank Bros für diese wunderbare Idee. Also man muss da halt ganz ehrlich sagen, natürlich macht man sich halt darüber lustig oder kritisiert das, wenn die da ihre Rolle spielen. So erstmal, natürlich ist es halt gefaked, aber die erste Sache, die ich da nicht verstehe, ist, warum sie sowas da nicht in die Beschreibung packen. So, dass es halt nur fiktiv ist und halt nicht wirklich den Sachverhalt wiedergibt quasi. Oder halt eine erfundene Geschichte. Das ist schon mal das Erste. Dann muss man noch dazu sagen, dass es ja auch einfach richtig schlecht gemacht ist. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was ich kritisiere. Wenn du jetzt so eine Videos machst und du schreibst halt ein richtig geiles Skript so und hast wirklich gute Ideen, die du einbringst so und das ist auch halbwegs realistisch, weißt du, dann finde ich das halt auch in Ordnung. Aber bei den Prank Bros hat man einfach die ganze Zeit gemerkt, dass die halt einfach nur diese Videos hinscheißen, weil sie halt wissen, dass sie damit halt Klicks bekommen so und da ist halt nicht mehr viel mit Mühe geben so. Und sowas, finde ich, kann man ja trotzdem kritisieren. Vollkommen egal, ob die sich Mühe gegeben haben oder nicht. Also viele von den Videos sind ja einfach komplett kacke, so muss man einfach sagen. Von der Story her, von der Aufmachung her, dann das unfassbar schlechte Schauspielern sowas, was die null drauf haben einfach. Also wie kann man sich nicht darüber lustig machen, ist so die Frage. Nimm das auch jetzt keinem krass böse, wenn er da reagiert, außer die werden jetzt persönlich, wollen uns da beleidigen oder so. Das geht dann zu weit auf jeden Fall und wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr gerne kommen. Dann regeln wir das natürlich. Wie gesagt, wir sind offen. XX, Jimmy XX, Dankeschön für den Stufe 1 Sub, auch schon 2 Monate am Start. Kommt heute noch Revo. Mal gucken. Und Leute, wenn ihr irgendwas habt, auf das wir reagieren sollen, dann machen wir das. Wir haben noch nie auf irgendwas reagiert. Noch nie auf was reagiert. Schreibt in die Kommentare, auf was wir reagieren sollen von vielen Videos. Dann werden wir vielleicht auf alle reagieren oder auf 1 oder 2, keine Ahnung wie viele. Hab ich mal Bock drauf. Ja, seid da mal. Ja, ich bin auch gespannt, was wollt ihr am meisten, worauf wir reagieren? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Da Reactions gerade eh hier im Hype sind und so, springen wir jetzt auch auf den Zug. Genau. Und ja, reagieren mal auf ein paar Sachen. Vor einer Minute noch gesagt, ja, Reactions sind ja richtig schlimm, Alter, das geht gar nicht. Also, dass man hier einfach unseren Content nimmt. Ja, Leute, wir reagieren jetzt auch, Alter, na, was geht? Schickt uns auch Videos, auf die wir reagieren können. Es ist halt... Auf jeden Fall gibt man einen fetten Daumen hoch, wenn wir auf Sachen reagieren sollen, die uns jetzt betreffen, wenn mal welche auf uns reagiert haben, was euch interessiert. Und schreibt in die Kommentare, auf was. Dann machen wir das mal in Zukunft, weil wir sind jetzt offener für alles. Genau, einfach mal Real Talk auch reden, unsere Meinung dazu abgeben, weil es gibt immer mehrere Meinungen. Ja, auch über allgemein im Leben jetzt so. Wir haben Bock auf Real Talks, Real-Love-Situationen, wenn uns was passiert oder wenn irgendwas passiert, einfach mal darüber zu reden, auf Sachen reagieren oder auf lustige Sachen so. Einfach mal ein bisschen den Content umstellen. Offener für alles, dann auch mal Meinungen abgeben. Wir haben nie Meinungen abgeben. Wir haben immer noch Content durchgebracht. Wir haben kein erfolgreich. Ja, wir haben alles selber aufgebaut bis jetzt. Alles selber. Wir haben keinen anderen YouTuber irgendwie in den Mund genommen oder kooperiert oder so. Gar nichts. Wir haben alles. 2 Channels haben wir uns alleine aufgebaut. Ja, wir könnten auch so weitermachen, aber irgendwann denken wir uns so, komm, lass mal was anderes machen, weil wir haben das jetzt so lange gemacht. Ja, irgendwann. Man entwickelt sich ja auch weiter und sonst wird man nie die Erfahrung machen, wie ist das so? Ja, weil andere machen das und wir machen es jetzt auch. Ist so. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen reifer geworden. Ja, ich weiß nicht. Also für mich kommt das halt eher so rüber, als ob die wirklich so ein bisschen angepisst sind. Dass halt andere Leute vielleicht mit Reactions von denen so viel Geld machen und die den quasi so ein bisschen den Boden wegnehmen, sage ich mal. Ne? Und denen die halt sagen, jo, Bruder, ne, ich will was bestellen, soll ich für dich so Käse-Chili? Nee, danke, Mann. Ich möchte gar nichts. Und bestell nicht mit meinem Konto. Ich finde, dass die vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen wütend sind oder so, dass halt, dass man denen jetzt so den Content wegnehmen möchte, dass man so denkt, ha, der Unge, der kann nicht mehr auf uns reagieren, weil wir laden jetzt was anderes hoch oder wir reagieren jetzt selber. Ich weiß nicht, ich finde, das zu sagen, so, ja, wir wollen einfach mal was anderes ausprobieren. Ich meine, es sind Reactions so, ja, also das ist halt,
Das ist ja kein krasser Content oder so. Das ist ja nichts, wo man sich so kreativ jetzt mega auslebt oder so. Weißt du, ich meine, ich sitze ja auch rum und reacte ein bisschen. Das ist jetzt keine Neuentwicklung der Persönlichkeit. Außerdem bin ich halt wirklich gespannt, auf was die dann im Endeffekt reagieren. Weil ich sag mal, ja, ich habe voll viele Reactions. Unge und Monte haben auch voll viele gemacht, ne? Die auch immer sehr negativ sind. Unge und Monte haben ja auch ein Video hochgeladen. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Mal gucken, ob die dann wirklich darauf reagieren, ne? Weil ich schätze mal, was die machen werden, ist sich halt so die. Ja, die Weintrauben quasi rauszupicken, ja. Und das, wo man vielleicht noch ein bisschen was sagen kann. Aber alles, wo wirklich gute Kritik kommt, werden die wahrscheinlich trotzdem weiterhin ignorieren, so. Ja, und um nochmal ein Beispiel zu nennen, sowas wie der Game Master, sowas wird nicht mehr kommen. Ja, das nee. Wird einfach nicht mehr kommen, das könnt ihr vergessen. Genau. Das war halt eine Serie, aber wir haben das hardcore, also wir stehen immer noch hinter den Videos. Ich stehe da noch hinter, Videos. Das hat auch übertrieben Spaß gemacht. Klar. Leute, das Ding ist, uns hat das alles Spaß gemacht. Und warum sollen wir was nicht machen, wenn es uns Spaß macht und wenn es noch krass ankommt, so. Ja, Mehrwert für alle. Ja, ihr habt Unterhaltung, manche reagieren darauf, sind trotzdem unterhalten. Dadurch, dass sie darauf reagieren oder einen Kommentar schreiben oder so, haben wir unseren Job erfüllt, wir haben euch unterhalten oder genau. Die Leute. Und ja, es kommt gut an, wir kriegen positives Feedback dadurch. Deswegen, warum regt man sich darüber auf so? Genau, das ist so lächerlich überhaupt genau, nicht. Genau, oder diese gespielten Reaktionen, das hasse ich, ne? Ja, so ekelhaft. Am Anfang. Ja, das ist halt. Also was denn für unglaublich positives Feedback? Also die werden jetzt nicht so krass gehatet, ne? Das ist halt, ja, ist halt Deutschland so, ne? So ein Scheiß kommt halt gut an, das sieht man ja bei RTL und so. Aber ich finde schon, dass die relativ viele Dislikes haben. So, die haben, keine Ahnung, vielleicht 80% Daumen hoch meistens, ne? Na okay, gut, das geht hier noch. Aber die haben auch immer mal wieder Videos, die gehatet werden. Ich weiß jetzt aber nicht welche, weil so, oh, das geht sogar. Aber die haben auch Videos, die halt gehatet werden. Vor allem auch das Video hier. Das hat ja auch eine richtig schlechte Bewertung. Und das hatte auch schon eine schlechte Bewertung, bevor Unge und so weiter da irgendwas zu gemacht haben. Und die Kommentare sind auch alle negativ einfach. Das ist halt, ja, geile Community an dieser Stelle, ne? Am Anfang hat man sich ja mal die Reaktion oder so angeguckt, aber irgendwann guckt man die Danke, gar nicht Mucke, mehr. Hatte YouTube man, für die sagt er immer das Gleiche oder Timo so? Spielt dann, Coach, oh, ja, Mann, oh mein Gott, wie kann man das und das machen? Das ist so lächerlich irgendwann. Lächerlich. Aber ja, das raffen die Leute irgendwie nicht und feiern die Reaktion manchmal mehr als eigenen Content. Okay, kann man verstehen, dass der Content jetzt nicht für jeden ist. Klar, für jeden alles probieren. Wir haben eine jüngere Zielgruppe damit erreicht, aber wir wollen jetzt auch, wie gesagt, nicht nur so kleine Kinder erreichen, sondern auch ja, real einfach bleiben. So, wir haben jetzt viel zu erzählen. Genau, mehr vom Herzen aussprechen. Genau, und einfach so wirklich. Diese Maske absetzen, sage ich mal. Beziehungsweise ja, wir wollen jetzt einfach mit unserem Herz sprechen, Mann. Sie wollen es halt einfach. Real Talk, Mann. Sie sprechen einfach mit ihrem Herz. Das ist halt gespielte Person in den Videos. Also wir haben natürlich auch viele Real Talks schon gemacht, aber ja, das sehen viele nicht. Viele denken, wir sind immer noch ein Prank-Kanal und machen nur Pranks, die das halt nur von außen sehen und die uns gar nicht kennen, alle. Bei den Namen Prank Bros TV, wie könnte man denn darauf kommen, dass die Pranks machen, Alter? Weiß man nicht genau. Videos. Ja, deswegen werden wir uns auch bald umbenennen. Da wird der Kanal Calvin und Marvin heißen, also so wie wir auch heißen. Yes. Und ja, einfach Prank mal ein bisschen Bros ist dann einfach mal vorbei, weil es werden auch keine Pranks mehr kommen. Prank Bros ist gestorben, Leute. Ja, Mann, also es werden keine Pranks kommen, weil ich fühle es nicht mehr. Ja, die Kunstpersonen Prankbos sind ab heute gestorben. Ja, und ich gebe uns trotzdem immer noch Props, was wir uns aufgebaut haben. Nee, ich stehe immer noch hinter jedem Video stehst. Ja. Ja, die geben sich jetzt schon das zweite Mal nach. Wir kamen von null und wir haben... Und bei so viel Hate... Mach das mal nach. Wirklich, so. Also eigentlich muss man auch sagen, diese große YouTuber... Was wieder? Jetzt auf einmal ist es so viel Hate. Eben sagen die noch, dass sie mega gefeiert wurden dafür. Also was denn? Natürlich ist manche, also wir haben eher das dickste Fell eigentlich auf YouTube. Dem aber es gibt Leute, ja. Das ist eigentlich Mobbing, was die Groß-YouTuber machen. Ja. Aber uns trifft das nicht. Aber wenn jetzt andere labile Jungs hier wären, ey, ohne Witz. So, okay, also die Prank-Pros zu kritisieren, ist halt einfach ja, Mobbing und Beleidigung so. Real Talk einfach, da haben sie es wirklich auch einfach herausgefunden. Das ist halt... Ich weiß, ich finde es halt immer lustig, dass sie sich jetzt da hinstellen und einfach sowas sagen wie, ja, Digga, ne, die beleidigen uns nur, machen uns nur runter, Alter, was soll das denn? So, dann geht doch einfach mal auf Kritik auch ein, so. Also wollen sie jetzt ja auch machen, ne, bin ich halt gespannt, ob die dann wirklich mal so darauf eingehen. Aber das jetzt so runtermachen, aber ohne irgendwelche Belege oder sonst irgendwas zu bringen, sondern das einfach mal so in den Raum zu stellen. Und ich meine, das Ding ist ja auch, jeder weiß ja, wer gemeint ist. Ne? Natürlich reden die am meisten von Unge und Monte so, ne? Die ja auch sehr viele Videos, also Unge, glaube ich, hat zumindest auf was alles von denen so reagiert, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Ist natürlich halt ganz klar, wer so gemeint ist. Ich kenne jetzt nicht jedes Video von Unge, um ehrlich zu sein, aber jetzt so richtig krass beleidigend ist der ja eigentlich nicht.
Das wir haben so viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Felsen, das. Wir haben die einfach aufgenommen und weggeschmissen. Egal, oder egal, was genau für ein Video so jemals gegen uns kam, es hat eh nichts gebracht. Ja, also so. Es hat uns ja nur mehr Aufmerksamkeit gebracht. Genau, ganz, und auch wenn ganz YouTube auf uns reagiert. Ja, kam ja schon ganz. Was ja eigentlich auch kam. Die größten Leute haben auf uns reagiert und deswegen. Hey, wir haben unser Programm trotzdem durchgezogen. Ja. Und die Zahlen waren immer grün. Ist so. Also von daher, könnt uns eh nicht schaden. Ja, also schaden schon lange nicht mehr. Ja. Das war vielleicht die ersten. Ja, gut, also da muss man halt leider sagen, haben die natürlich halt so ein bisschen recht, ne? Das ist ja generell so das Ding. Warum ja zum Beispiel auch der Name Kanalzerstörer einfach keinen Sinn macht, so. Ja, weil du halt einfach Kanäle nicht zerstören kannst, normalerweise, ne? Wie die halt sagen. Also selbst wenn du jetzt 10 Leute erreichst, die dann halt nicht mehr feiern, gibt es ja dann halt trotzdem, keine Ahnung, immer noch Tausende, die halt noch feiern. So, ne? Du wirst es eigentlich nie schaffen, dass jetzt so ein Kanal komplett untergeht. Genau, ja, das Ding ist, dass wir die vielleicht nicht zerstören, aber ich sag mal, die zerstören sich halt irgendwie so ein bisschen selber, ne? Muss man halt einfach sagen. Ich glaube nicht, dass das mit diesen, mit den Reactions, die jetzt machen, großartig durch die Decke gehen wird. Ja, ne, sie geben halt Klicks, weil sie halt schlechte Videos gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass sich hunderttausende Leute für die Reactions interessieren, die dann machen, so. Ja. Warte, ich guck das aber nochmal an, ich wollte noch irgendwas anderes, wollte ich nochmal dazu sagen. Und genau, an sich bringt das vielleicht nichts, aber die Prank-Bros stehen dann halt trotzdem in einem negativen Licht da, bei den meisten so. Und das ist ja auch, ja, was heißt es von Vorteil so, aber sie haben es ja einfach verdient so, ne? Viele Leute haben dann halt schon eine vorgefertigte Meinung und mag sein, dass sie halt trotzdem erfolgreich sind damit, aber trotzdem, ja, sind sie halt nicht die beliebtesten, ne? Kann dann auch schon mal Felsen in den Weg legen, wie man so schön sagt. Ein paar Male, als man ein bisschen Kritik abbekommen hat, den hat es vielleicht geschadet oder denkt man, oh. Weil immer, wenn es gut läuft, denkt man, krass, es läuft gut. Und dann kommt man Gegenwind und dann denkt man, oh, habe ich was falsch gemacht? Und dann denkt man so ein bisschen nach und so. Ja. Aber dann zieht man irgendwann weiter durch und man bekommt immer mehr positives Feedback. Weil ja, wir haben auch so eine sehr starke Community. Nochmal Lob an euch. Alle, die uns bis jetzt unterstützt haben und uns weiterhin unterstützen. Vielen Dank an euch, auch ja, trotz dem ganzen Hate. Danke von Herzen auf jeden Fall. Ja, Mann, weil auch nicht. Meinten die nicht am Anfang noch, nee, so krass wurden wir nicht gehatet und jetzt auf einmal, ja, Digga, trotzdem krassen Hate und so, ne, steht jeder hinter uns. Selbstverständlich, dass bei viel Hate dann noch welche uns feiern, weil viele schämen sich dann vielleicht so, uns zu feiern oder sonst was. Genau, weil die, so wie eine Gehirnwäsche, irgendwelche Großen reagieren auf uns, genau. Das muss dann stimmen. Ja, aber das sind auch nur Hampelmänner im Endeffekt. Naja, vor allem ist nicht mal schlimm so, du kannst ja den feiern, aber du kannst auch den feiern. Du musst ja nicht nur einen feiern, das genau, ist die Sache. Weil nicht eine Person hat immer Recht. Das ist auch ja, Schwachsinn. Ja, denken, nur weil er jetzt auf alle reagiert, der ist jetzt der Gott von allen. Also das ist auch Schwachsinn. Deswegen bin ich auch mal, hab ich auch mal Bock auf so Reaktionen und so. Mal genau, gucken, und wir sehen uns noch nicht zu. Ja, aber es ist halt genau das, was ich meine. Ich meine, gut, wenn die jetzt darauf reagieren, okay. Aber ich meine, das ist ja halt vorher schon passiert. Die hätten auch vorher schon mal ein Real Talk-Video hochladen können. Wo sie dann sagen, wer halt recht hat oder wer nicht so. Keiner sagt, dass das ein Unge bei allem recht hat, was er sagt, weißt du, aber wenn die Prank Bros dann nicht mal dazu irgendwas sagen, wenn die ganze Zeit angeblich so heftig umsonst kritisiert werden, was ja gar nicht stimmt, dann verstehe ich nicht, warum die vorher nicht schon irgendwas gesagt haben. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt Unge über mich monatelang Scheiße labert so, dann mache ich ein Video gegen den und dann, also was heißt, da mag den keiner mehr, ne? Aber wenn man das wirklich richtig gut beweisen kann mit Belegen und so weiter, so dann, ja, steht Unge halt scheiße da und du selber wirst dann vielleicht gefeiert, ne? Weil du halt den großen Unge bezwungen hast sozusagen. Sie ignorieren es halt einfach und jetzt sagen die einfach, ja, ja, ne, die haben nicht recht mit dem, was sie sagen. Bin ich wirklich gespannt, Alter, was dann da für Reaktionen sind. Wir haben uns noch nie zu was geäußert. Genau. Und dann gibt es auch mal unsere Meinung. Ja, wenn euch mal unsere Meinung interessiert, wenn sie euch überhaupt interessiert, schreibt, auf was wir reagieren sollen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen alles durcheinander. Ja, ein bisschen wir sind selber, komisch. Wie gesagt, wir haben alles durch, Mann, auf YouTube. Und ja, man wird erwachsen, Leute. Man reflektiert sich immer wieder selber. Auf jeden Fall. Ja, man hat immer neue Ziele. Leute, aber wir stehen hinter allem, hinter was wir allem, gemacht haben. Allem. Allein, was wir uns aufgebaut haben. Das ist zu krass. Und das dritte Mal. Krass. Mann. Ja, krasses Leben. Und der ganze Support, unser Merch, Leute. Danke an jeden, der Merch holt. Merch ist auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung. Den gibt's. Ja, das ist halt so ein langweiliges Design, oder? Immer noch, Leute. Wir checkt sind nicht ab. Gestorben. Einmal. Legendäre Fäuste und Lego. Ja, checkt's ab. Wie gesagt, wir wollen jetzt daily hier Videos bringen. Was euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht haben wir jetzt das oft wiederholt. Oder ja, mal gucken, wie wir das schneiden. So, weil wir selber. Das ist auch für uns komisch gewesen, uns wieder hinzusetzen und auf einmal so, ach, du machst wieder wieder auf. Genau. Auf Dankeschön, Terror King. 15,06 für 3 Euro. Sie haben es komplett durchgespielt. Ja, ich weiß nicht, Mann. Das ist, Man muss den halt auf jeden Fall lassen, dass die sich halt, also dass sie schon echt was Riesiges aufgebaut haben, ne? Die hatten ja auch teilweise so 20 oder 30 Millionen Klicks im Monat. Und das zum Beispiel auch so im Dezember, wo die halt locker damit auch 70, 80, vielleicht 100.000 Euro verdient haben. Das ist halt an sich schon krass so, ne? Sie machen es halt eigentlich, machen sie es ja, oder haben sie es ja eigentlich immer klug gemacht, ne? Sie stellen sich halt selber absolut dumm in den Videos,
laden halt die größte Scheiße hoch, weil sie wissen, die dummen Leute feiern das und jeder, der ein bisschen nachdenken kann, kritisiert das, aber befasst sich halt dann trotzdem mit dem Content so, ne? Ja. Wieso bringst du kein Merch raus? Ich würde es feiern. Mache ich bald. Bin jetzt schon dran auf jeden Fall. Halt, ja. ASMR werden wir auch weitermachen. Genau. Und aber hier auf TV, beziehungsweise. Aber ich glaube mal, ich sag mal ganz ehrlich, also ich finde den Schritt, den die jetzt machen, das ist wirklich das erste Mal, wo ich mir selber vorstellen könnte, dass die Prankbros damit überhaupt keinen Erfolg haben und dass sie damit auch ein bisschen ihren Kanal schaden. Auf Calvin und Marvin bald. Calvin und Marvin. So heißt der Channel bald. Kommen täglich Videos. Wir versuchen echt jeden Tag Gina, ein Video drauf was zu ballern, Leute. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, wir sind auch gespannt. Schreibt viel in die Kommentare, was ihr sehen wollt, worauf sollen wir reagieren. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Real Talks zu irgendeinem Thema? Genau. Irgendein Thema. Sie haben es sich selbst aufgebaut. Leute, ob's. Okay, wir sind jetzt keine Gurus hier, aber ja, wir haben schon sehr viel Lebenserfahrung. Also ich muss sagen, wir sind schon krass lange auf YouTube und wir haben schon viel zu erzählen. Und da wir jetzt so eine Videoreihe noch nie gemacht haben, also offen für alles zu sein, gibt's immer wieder viele Informationen auch für euch. Aber das müsst ihr natürlich auch erst fragen, weil auch wir müssen erstmal die... Ich hätte gerne was zu trinken, wenn das geht. Fragen gestellt bekommt. Genau, wir müssen gucken, was kommt jetzt gut an, was nicht. Was wollt ihr überhaupt sehen? Was wollt ihr sehen? Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel zu erzählen, weil wir haben uns noch nie zu irgendwas geäußert. Und ja, Mann. Unser Name macht heftig Klicks, ja, das weiß jeder auf YouTube. Und deswegen nehmen die uns in den Titel und wollen da irgendwie reagieren und dann... Oh. Hey, deswegen nehmen die uns in den Titel, ja, aber natürlich... Hey, wenn ich jetzt auf die Prankbros reagiere, natürlich packe ich dann Prankbros in den Titel. Das ist doch genau das, worum es geht. Als wenn das jetzt irgendetwas Unnormales wäre. Danke, MikeHawk, 12 cm für die 3 Euro. Wie erfolgreich denkst du? Ja, ziemlich erfolgreich, ne? Sonst hätte ich jetzt ja nicht so viele Zuschauer, denke ich. Ja. Genau. Oh mein Gott. Oder so. Wie kann man das machen? Oder sagen so einen Kommentar zu so überflüssigen Sachen. Ja. Damit irgendwas labert. Genau, ja. Damit das ist, so die, ja, das ist krass. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, wenn die dann irgendwelche Belege auch dafür bringen. Weil jetzt stellen sich da einfach zwei Leute hin, die Scheiß-Konto machen und sagen so, ja, und dann sagen die das und das und das und das machen die immer, ne? Echt geiles Standbild, Alter, Digga. Guck dir dieses Lächeln an. Nee, sind Alter. Ja auch schon an Fake-Reaktionen. Ach, das sind schon Fake-Reaktionen. Ja. Nur um auch deren Format durchzubekommen. Genau. Einfach. Und ihre Klicks zu bekommen. Ja. Unsere Namen. Deswegen. Vertraut keinem Reaktions-YouTuber. Spaß. Ihr seid doch selber welche. Nee, ihr könnt jetzt feiern, wen ihr wollt, Leute. Uns ist das echt egal. Könnt uns feiern, ihr könnt uns hassen, ihr könnt und Leute feiern. Und aber guck mal, das Ding ist, bei den Prankbros jetzt ist es ja, wie gesagt, also deren Content ist ja wirklich perfekt, weil das ist halt das, was so dumme RTL-Leute feiern. Und gleichzeitig regen sich normale Leute darüber auf. Also die kriegen immer Impact auf den Kanal, weil es immer Leute gibt, die sich das extra angucken, um sich aufzuregen, wie schlecht das halt wieder gemacht ist. Und die Vollidioten feiern das halt quasi. Bei Reactions kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass diese ganzen RTL-Leute, diese ganzen Kinder, die jetzt als Fans haben, großartig Reactions von denen feiern. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich sag mal jetzt am Anfang, glaube ich, könnte das noch klappen, wenn die halt wirklich auf Unge reagieren, vielleicht auf mich oder so, keine Ahnung, vielleicht auf den JF oder so, alte Videos, weißt du. Ich muss die unbedingt mal lüften. Danke. Hier ist ganz schlechte Luft. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich glaube dann, wenn die dann halt irgendwie dann normale Reactions machen, sage ich mal, auf so alltägliche Videos. Ich weiß nicht. Ist schwer zu sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es halt ein Risiko ist. Noch was, auch wenn ihr irgendeinen feiert und euren Hass oder was auch immer ihr hier ablasst, das könnt ihr machen, aber ich sage euch, ihr werdet so privat, wenn ihr mal auf euch guckt, ihr werdet so nichts erreichen, wenn ihr immer nur so eine Gestalt seid. Ja, Hater tun mir eigentlich eher leid, weil man hatet nicht ohne Grund. Also irgendwas steckt da immer hinter, irgendeine Unzufriedenheit mit sich selbst. Genau, merkt euch das, Leute. Hatet nicht und ja. Aber ich hoffe, ihr könnt jetzt so ein bisschen verstehen, was abgeht. Waren jetzt etwas viele Informationen und ein bisschen unordentliches Video. Genau. Aber ja, wir wollten einfach nur mal sagen, dass wir mit diesen gestellten Videos abschließen. Ja. Die stehen hinter alle. Und ja, und alle, die immer auf Videos gewartet haben. Jetzt ist gestellt, warum nicht geschauspielert? Also das ist doch voll das negative Wort eigentlich. Wir können uns jetzt freuen, jetzt kommt jeden Tag ein Video. Und ja, bald wird sich das hier einstrukturieren. Und ja, wir hören auf euer Feedback. Was wollt ihr sehen? Worauf sollen wir reagieren? Ja. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, Mann. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Das da kommen wir einiges noch halt zu sagen. So traurig, ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen. Wir sehen uns einfach jeden Tag hier auf dem Channel. Ja, das Gute ist natürlich, ne, Tim Held hat jetzt natürlich die Chance durchzuziehen. So, ne? Wir sind wieder am Start, Mann. Peace out. Ja, mal gucken, das Video hat halt, also es ist okay, sage ich mal, von den Aufrufen. Ja, die Prankbros haben schon Videos gemacht, die auf jeden Fall besser abgegangen sind. Dann will ich auf jeden Fall erstmal auf die Reaction reagieren, Alter. So, genau, das mache ich dann in einer neuen Aufnahme. Tschüss, Uncut, Leute.